Hallo und Servus, meine heißgeliebten Euden, und willkommen in der Hölle. In der Hölle von Bioshock 1 Remastered. Ich bin der Zahle und genau das ist das Spiel, das wir spielen, und wir sind irgendwie ziemlich am Arsch, irgendwie so ein bisschen und ein bisschen sehr. Brumm, 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 brumm. Die Geräusche von den Dingern sind unglaublich gut. Aber wir haben nichts, ne? Okay. Na, ich bräuchte halt irgendwie so ein bisschen Munition und Gesundheit. Und es ist irgendwie nichts da. Können wir das so auch? Yep, können wir. Na, schauen wir mal, was unsere Drohnen für uns machen. Oh nein! Haben wir noch 20 Dollar? Nein, haben wir nicht. No. Eieieiei. Oh nein, das ist aber nochmal so ein Geschütz. Oder nicht? Ach du Scheiße, Mann. What the fuck? Ach, das ist aber so gar nicht gut alles insgesamt. Nein. Oh nein. Oh Mann. Das ist hier alles ganz schön suboptimal. Suboptimal, suboptimal, suboptimal. Oh Gott, nein. Nein. Ach du Scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. No! Oh Gott, nein, das ist einfach so alles so schlecht. Wir sind schon wieder fast tot. Gott. Gott. So, wir müssen das, den Alarm deaktiviert. Ah, die Selbstschussanlagen funktionieren halt immer noch. Wir können uns nicht an den wirklich vorbeischleichen. Was wir brauchen nochmal. Mann, 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 Mann. Das ist einfach so schlecht. Was? Nein, da. Oh Gott, nein. Oh Mann, jetzt haben wir wieder nichts mehr. Nein, 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 nein. Oh, fuck, 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 fuck. Na, da können wir nichts machen, Mann. Na, das ist so fies. Nein, doch, nein. Nein, 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 da ist ja wieder der nächste. Ach du Scheiße. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Och, Mann, krass. Was machen wir denn da? Ich muss ja auf jeden Fall mal ein bisschen die, Oh Gott. Ich glaube, da lade ich jetzt noch mal. Komm, da laden wir. Das ist jetzt, das wäre jetzt ein bisschen. Was war denn das? Das müsste der Spielstand gewesen sein. Glaube ich. Glaube ich. Das ist ja schon heftig, irgendwie. Das ist schon sehr, sehr heftig. Und obwohl wir unsere eigenen Drohnen noch hatten, ja. Wir haben, ja, hier sind sie ja noch. Zwei Drohnen haben wir am Start. Was machen wir denn da? Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Na? Wenn wir da reingehen. Ja, genau. Fängt jetzt schon an. Ah. Der hat halt auch Dauerfeuer. So. Jetzt haben wir keine Drohnen mehr. Das können wir aber. Nein!
Scheiße, die Explosion ist ganz schön heftig. Ah, hilft nicht. Puh. Das ist halt keine Chance, ne? Nein! Ach Gott, Mann! Die Explosion. Na, was denn? Der Explosionsradius ist halt mega krass. Und Schrot richtet auf diese Entfernung nichts aus, oder kaum was. So. Bamba. Puh, okay, das ist jetzt nicht gerade eine große Ausbeute. Und um die Ecke ist da nochmal so ein Teil. Passt da eine Eve-Spitze drin? Arcadia Mello, Arcadia Mello, ein Wein. Und hier ist doch nochmal so eine Selbstschussanlage irgendwo gewesen. Irgendwo war da nochmal was. Was Unschönes. Ah! Uns bloß nicht auf falsche Gedanken. Es ist Kamera. Nein, 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 nein. Ach Gott, nein. Ach du Scheiße. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so gut. Okay, so. Nach oben und nach oben und rüber und rüber. Nein, hier rüber. Und nach oben und rüber und darüber. Und so, und geschafft. Zack, erfolgreich gehackt. Und die Kamera ist weg. Unglaublich. Aber wir haben nur dieses Gerät gehackt. Naja gut, dann ist die Kamera weg, das ist egal, das ist sehr schön. Finden wir sehr, sehr gut. Gott, wie da alle ausschauen, ne? Stirb bitte. Mann, 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 Mann. Ich muss viel vorsichtiger spielen. Viel, viel vorsichtiger. Viel vorsichtiger. Besser in Deckung gehen. Vor allem jetzt bei diesen Geschützen und so. Das ist da schon sehr wichtig. Ist da vorne nochmal eins? Ja. So. Hängen wir. Zack, zack, rüber. Rüber. Na, so. 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 Fertig. Erfolgreich gehackt. Oh, oh Gott, oh Gott, nein, wir werden auch noch betrunken. Splittergranaten. So ganz, ganz normale Munition, Mann. Ganz normale Munition wäre schon mal echt gut. Dann wären es nur noch zwei Schuss halt, ne? Gut, die hatten ein bisschen was dabei gehabt. Einen. Ein Schuss extra ist halt jetzt auch nicht unbedingt so. Nicht sehr viel. Nein, wir können hier rein. Okay. Ja, yes, Gott sei Dank. Bringt halt auch nicht sehr viel auf Dauer. Bringt ein bisschen was, aber nicht sehr viel. Weil es halt doch sehr... Haben wir eine schnelle Feuerrate, ne? Dann ist das halt schnell... Ah, ja, yes. Verbandskästen noch, Gott sei Dank. Ich hätte aber gerne noch mehr. So, wir gehen erstmal hier runter. Dann schauen wir, dass wir die Kamera ein bisschen hacken.
Ach nein. Dann machen wir die kaputt. Wenn Hecke nicht geht. Oh, Maschinengewehr. Hahaha. Granatenwerfer. Yeah. Oh, ein leerer Tisch. Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Kontakten ihn? Ah ja, einfach nur eine bekommen. Die Splittergranaten waren es. Da waren jetzt 6 Stück drin. Sehr schön. MG-Munition haben wir halt richtig viel jetzt. Ne? Da haben wir jetzt über 200 Schuss, Mann. Das ist richtig gut. Wir hacken den Safe. So, tak, tak, tak. Das geht hier in die Richtung. Das passt so. Was? War wieder, die hat einen Kurzschluss. Von was hat die jetzt einen Kurzschluss? War da jetzt irgendwie ein Element, das mir neu war? Ah, ich hab oh Gott, ich hab hier unten, ne? Ich hab da oben. Ich hab da in die falsche Richtung gepumpen lassen. So, zack, und hier rüber und da und hoch mit dir und fertig. Oh. Wärmesuchende was? Raketen? Oh, schön. Cool. Ja, übrigens wahrscheinlich trotzdem eher auf Entfernungen, was würde ich mal meinen. So, die Sicherheits-Not-Schalter brauchen wir ja nicht. So. Es geht, glaube ich, eh nur... Ja, doch, es geht ja nur hier lang. Und zwar vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So, jetzt haben wir ein bisschen... Ach Gott, echt, das waren nur 2. Okay, 290 Schuss für die MG. Das ist natürlich sehr, sehr schön gerade. Das ist sehr, sehr gut. Ach, hier sind wir. Ich verstehe. Dass die ganzen Schränke mal leer sind. Ein bisschen schade. können wir? Wir haben da doch eh nichts mehr. Sehr gut. Für diese Dinger. Irgendwo hier hätten wir noch, ne, für ein Körpertonikum. Da haben wir, glaube ich, noch Platz. Nee, auch nicht. War das hier? Auch nicht. Wo war das dann? Irgendwo haben wir ein extra Ding, das wir nicht ausrüsten können. Das war es nicht, genau. So. Moment mal, wir waren ja noch. Ah, fuck. Das war es vielleicht doch. Nee. Hier. Ah, hier, richtig. Es sind ja 3 Sachen. Hacker Steelight hatten wir. Was ist das? Extra Nutrition war das. Du ersetzt aber wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. So war das. Achso, nochmal zusätzlich ein bisschen. Naja, wir machen mal Hacker's Delight wieder. Wir erhalten Gesundheit und Eve, wenn wir etwas hacken. Das ist genauso gut und machen wir wahrscheinlich öfter sogar. Als dass wir irgendwo Snacks einsammeln. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist um einiges besser. So, wir haben jetzt wieder eine Vita Chamber. Vitali. Ein Gläschen Wein, schadet nie. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der Kleinen und Schwachen Kinder. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Wow, was? Jeder Gegnertyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentrierst und heranzoomst. Okay. Fotografiere 3 Spider-Splicer.
Ah, es hat funktioniert. Splicer erforscht. Eine Herausforderung. Ein neuer Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Spider-Splicer. Erhöhter Schaden plus. Spider-Splicer sind anfällig für Antipersonenmunition und Elektrizität. Ich befolge alle Seiten. So, nochmal vom selben Typen? Tatsächlich. Ach, okay. Nein, ernsthaft. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Was sollen wir denn sonst fotografieren? Entschuldigung? Antipersonen. Na gut, hier haben wir nur 3 Kugeln. Das bringt nicht wirklich was. Nee. Mann, was? Wir haben uns geirrt, also. Kuchen mit Cremefüllung. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der Kleinen und sprach: Mach auf, wenn du dir keinen Ärger einhandeln willst. Ich mach dir ganz bestimmt nicht auf, Freundchen. Hochwertige Forschungsaufnahme, Lead Head Splicer, Forschungsfortschritt. Ach du Scheiße, Bonus Action Foto. Na klar, Mann, der beschießt mich auch gerade und brennt. Der brennt wie Scheiße. Neuer Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Lead Head Splicer. Erhöhter Schaden. Lead Head Splicer sind anfällig für Antipersonen, Munition und Hitze. Ja, der brennt auch ein bisschen. Nein. Ich hab's für dich getan, Vater. Du wirst mich ausrechnen. Ah, der war also schon irgendwie nice am Sterben. Nochmal MG-Munition. Alter Schwede. Da bin ich ja ganz schön verwöhnt mit dem Zeug. Zu plötzlich oder die ganze Zeit davor übersehen? Das kann doch nicht sein. Na komm. Wir brauchen noch einen von euch. Kleinen. Süßen. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Na? Na? Oh, was? Mehrere Motive? Da gibt's dann Zoom. Du glaubst, nee, so du kannst mich austricken. Ah, guck mal. Haha. Sehr gut. Neuer Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Sicherheitskamera. Höherer Schaden. Sicherheitskameras sind anfällig für panzerbrechende Munition und Elektrizität. Neues Plasmid, Security Bullseye. Nerven diese verdammten Sicherheitskameras. Markiere sie, markieren sie ihre Feinde mit unseren photoelektrischen Insekten. Und schon sind die Kameras und Geschütze ihre besten Freunde. Holen sie sich Security Bullseye noch heute. Jawohl, ja. Okay, Security Bullseye ist tatsächlich eine Plasmid-Geschichte. Lagern wir noch und das nehme ich dann schon irgendwann. Verdammtes Ding! Was? Oh! Ich bin ein... Na? Na? Nein. Was ist das? So, jetzt aber, komm. Nein! Oh, neues Tonikum. Dieb verleiht ihnen so etwas wie den sechsten Sinn. Sie sehen Dinge, die sie sonst übersehen hätten und entdecken Dinge, die sie sonst liegen gelassen hätten. Man könnte meinen, sie hätten mit Dieb einen Röntgenblick. Aha. Interessant. Beim Durchsuchen eines Behälters oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen, um etwas anderes zu erbeuten. Was?
Boah. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Wer hat dich geschickt? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Na komm, die hacken wir. So. Ne, erstmal da lang. Und gleich hier und da. Und rüber. Ah, ne, können wir eigentlich gleich da machen. Und dann hier rüber und eins mit nach unten. So. Bitte kämpfe für uns. Was? Du wirst doch nicht gehackt. Ich will dich doch hacken. Da, hacken. Gott, Gott, Gott. Warum ging das mit dem Hacken nicht? Es kann natürlich sein, dass die erstmal mit Elektro ein bisschen außer Gefecht gesetzt sind. Und sobald man die aber angreift, beziehungsweise die andere Drohne hat ja angegriffen, dass die dann aufgrund des Angriffs nicht mehr da in diesem Stun drin sind. Versteht ihr, was ich meine? Sondern halt dann wieder funktionieren, normal funktionieren. Zack, so. Wir sind auf Zack. Eve-Spitze nehmen wir mit. Auch nichts drin. Ach, und obwohl wir doppelt suchen dürfen. Obwohl wir doppelt suchen dürfen, ist nichts drin. Da war hinten noch was. Schon wieder MG-Patronen. Da habe ich schon echt echt Limit erreicht. Okay, 450, nee, 400, 300, ach Gott, was? Zahle. Was ist denn nur los? 360 Schuss, so ist das Maximum, so wie es ausschaut. Ein Verbandskasten. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre, jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonagh, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Garten Eden. Nein, nein, keine Badewanne. Alles klar. So, haben wir etwa hier ein Ding. Wollen wir sowas? Nee, das nee, wir haben außerdem auch gar nicht so viel Geld. So, was wir aber auch nicht haben, ist Zeit, liebe Freunde. Die Folge ist schon wieder vorbei. Es gibt's doch gar nicht. So schnell. Ich war ein bisschen verwirrt heute, muss ich sagen. Bin ich auch immer noch. Ich muss jetzt eh gleich diese Folge rendern. Dann mache ich ein kleines Päuschen und dann nehme ich den Rest auf. So, dann bin ich vielleicht ein bisschen fitter. Ich komme ja gerade von der Arbeit. Ich arbeite ja auch noch normal, ne? Ist ja nicht so. So, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bioshock 1 Remastered mit mir, dem Zahle. Ich freue mich auf euch. Ciao und Servus.